Guten Tag, der Blog von Klett-Cotta ist immer noch auf dem Stand von Klett-Cotta bei der Leipziger Buchmesse. Neben mir sitzt Ines Geipel. Guten Tag, Frau Geipel. Guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie hier zu treffen. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Umkämpfte Zone, mein Bruder der Osten und der Hass. Das sind eigentlich zwei Erzählstränge. Einmal das Verschweigen und das Vergessen der DDR und einmal die Familiengeschichte, hauptsächlich dargestellt an der Erinnerung an Ihren Bruder. Ja, also Sie sagen DDR, mir lag sehr daran, im Grunde die lange Zeitschiene zu gehen und in den Blick zu bekommen, die Doppeldiktatur, also Nationalsozialismus und DDR, weil das ist ja genau das, was in den Familien lagert und oft schwer tabuisiert ist. Und ja, der Auslöser, das Motiv, die Idee des Buches, war letztes Jahr nach dem sehr plötzlichen Tod meines Bruders. Er ist mit 2018, ne? Am 6. Januar 2018. Genau, am 6. Januar 2018. Er ist sehr plötzlich gestorben an einem aggressiven Hirntumor. Wir hatten nur 4 Wochen Zeit, uns zu verabschieden. Und es war eben ein so rabiater Schnitt auch für mein eigenes Leben. Mein Bruder war mir sehr nah. Ja, ich brauchte praktisch das Schreiben auch, um mich ein Stück zu sortieren, auch die Kindheit nochmal mit ihm durchzugehen, Bilder zu finden, eine Sprache zu finden. Und dann hat sich das fast wie selbstverständlich verzahnt. Also eine Familiengeschichte, eine exemplarische Familiengeschichte zusammenzulegen mit der Zeitgeschichte. Und da, klar, wenn ich die Altväter in den Blick nehme, die Kriegskindgeneration, also unsere Elterngeneration, wir als Kriegsenkel, hat man schon 3 Generationen und eben für den Osten mehr als 50 Jahre, mehr als ein halbes Jahrhundert Diktaturgeschichte. Das fand ich vor allen Dingen in diesem Superwahljahr des Ostens, 3 Landtage im September und Oktober, und das Rutschen, ja, also die politische Krise auch des Ostens, fand ich das nochmal selber für mich sehr erhellend, was am Ende des Tages als Text im Computer war. Ich war sehr berührt durch den Satz auf Seite 96. Wir waren uns in der Kindheit ein Versteck, schreiben Sie über Ihren Bruder. Ja, also wie gesagt, mir ging es jetzt nicht, wie ja im politischen Raum, schnell um Treuhand, um Rente, um alles, was mit Geld zu tun hat, sondern was ist in den Familien passiert, was ist das für eine Geschichte, gerade auch, wenn es um belastete Familien geht. Das ist die Großeltern, die Altväter waren beide SS, der Vater über 15 Jahre Terroragent. Und da ist natürlich vieles in die Familie hineingelebt worden, auch ganz an konkreter Gewalt. Und dann ist es so, ja, dass mein Bruder und ich, wir ja, wie miteinander überlebt haben. Ja. Haben Sie mit ihm in irgendeiner Form über dieses Verschweigen und Vergessen, in irgendeiner Form thematisiert man ihn irgendwie? Ja, also Sie kennen mich ja ein bisschen als Autorin und ich renne da so ein bisschen an. Ich habe es auch in der Familie versucht, auch bei meinem Bruder, das ist mir überhaupt erst nach seinem Tod klar geworden, dass wir uns richtig auseinandergesetzt haben. Es gibt viele Briefe, die spielen zum Teil auch eine Rolle im Buch, aber wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Er war ein bisschen zurückhaltend in der Hinsicht, nicht? Nicht oder? Nur zurückhaltend, sondern sein Lebensmodell war tatsächlich auch formuliert, auch in den Briefen formuliert, positives Verleugnen. Und ich bin immer im Kopf über diesen Begriff gestolpert, habe oft zu ihm gesagt, Robby, das geht vielleicht für den Moment, aber als Lebensidee, das kann nicht funktionieren. Kurzum, das, was ihn so geschmerzt hat in der Kindheit, da wollte er nicht mehr hin. Die Tür hatte er ganz massiv geschlossen.
Und das habe ich mich natürlich gefragt, ja, gerade wenn wir über den Osten jetzt ja doch intensiv auch sprechen, was ist denn nun in dieser langen Zeit auch schon, sind 30 Jahre nach dem Mauerfall, was ist denn wirklich an den Familientischen besprochen worden? Ja? Ich muss einen Satz zu Robby sagen, ich kenne ihn ja mittlerweile, weil Sie haben so ausführlich und so prägnant über die Erinnerung an ihn gesprochen, das war wirklich sehr beeindruckend. Er ist ja Fotograf und Künstler eigentlich und war ja, wenn man die kurzen Ausschnitte aus seinen Tagebüchern zitieren, aus den Kisten, aus den Tagebüchern, er war doch eigentlich extrem neugierig. Er war extrem neugierig und er hat auch, das ist mir jetzt nach seinem Tod auch wirklich nochmal sehr klar geworden, er hat sehr gesucht. Ich habe zum Beispiel, wir haben nie über meine Bücher gesprochen, aber am Krankenbett habe ich dann gesehen, sein Bücherregal, da war so eine ganze Etage, ja, meine Bücher und dann habe ich, wenn er geschlafen hat, immer mal eins rausgezogen, habe gesehen, er hat sie wirklich alle gelesen, er hat unwahrscheinlich drin unterstrichen, er hatte alle möglichen Rezensionen reingelegt. Ich habe immer gedacht, das interessiert ihn nicht. Nein, er hat unwahrscheinlich gesucht und er hat einen Weg für sich gesucht. Aber er ist ein sehr sanfter Mensch, er ist ein sehr warmherziger Mensch. Er wollte anderen nicht wehtun und klar, wenn man mit solchen Belastungen klarkommen muss, da geht es auch um Scham, es geht um Loyalitäten. In Familien geht es immer ums Eingemachte. Dann war aber auch sein Fotografieren eine Art und Weise, eigene Eindrücke zu verarbeiten, nicht? Ja, absolut. Ging ja auch immer in seinen Fotos, also in den Serien, ums Verschwinden, um die Zeit, Ich habe das selten beim Fotografen so erlebt, dass jemand so eindrückliche Texte über das Fotografieren schreibt. Das ist wirklich. Ja, er ist eben auch jemand sehr mit der Sprache gewesen. Also sein Arbeitstagebuch hat mich selbst auch. Ich bin sehr froh, dass das doch etliches da ist. Also was auch bleibt. Trotz allem darf ich den zweiten Erzählstrang auch nochmal erwähnen. Sie schreiben in einem Satz, das, was im Osten politisch unerklärt geblieben ist, findet längst Unterschlupf in der AfD. Ja, also wie gesagt, die Zeitschiene des Buches, dieser lange historische Atem, praktisch ab 33 und die Frage, was hat es im Grunde an Kontinuitäten, auch an Kontinuitäten der Gewalt gegeben? Und dann spielt natürlich, logischerweise ziehe ich ja, so ein Buch bis ins Jetzt, die Flüchtlingskrise 2015, Chemnitz spielt eine Rolle und ich glaube, spielt ja hier auf der Leipziger Buchmesse auch eine eminent wichtige Rolle. Wie viele, ich habe es immer wieder gehört, bis zu 40% heißt es AfD. Wir werden sehen. Also ich glaube, es ist gut gegenzuhalten und es ist gut, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben mit denen, die jetzt, also mir geht es darum, mit diesem Buch ein Stück weit die Mitte, die wissen will, also das hat ja auch mit Suchen zu tun und mit politischen Irritationen, die Mitte, die wissen will, vielleicht ein Stück zu stabilisieren. Ist die Angstmanie im Osten bisher eigentlich nicht aufgearbeitet worden, dieses Binnenklima der DDR? Ja, also wir eigentlich wieder bei Robby sind. Ne? Wir sind wieder bei Robby und wir sind bei dieser Generation. Ich habe doch gelesen, das Buch. Sie sind bei dieser Generation, ja, ist die Generation Mauer spielt eine große Rolle, denn es sind gerade die Männer dieser Generation, die die AfD wählen und die darin, wenn es um Ostdeutsche geht, sehr aktiv sind. Und wenn Sie von Angst sprechen, würde ich von Angstprojektionen vor allen Dingen auch sprechen, die nicht aufgelöst sind und die eben auch viel mit Familiengeschirr zu tun haben. Sie schreiben ja eigentlich auch das Buch und erklären, wenn man Angst so forciert und das Verschweigen forciert, man kann im Grunde genommen eigentlich keinen Staat damit bauen. Man kann keinen Staat damit bauen und ich glaube, eine Diktatur kann eben auch keine Heimat sein und jetzt gibt es sozusagen wie in der AfD eine Art neues Kollektiv. Der Osten kommt aus diesem Zwangskollektiv, ja, diesem Einschlusskollektiv und ich glaube, das ist der immer noch diesen Übergang haben wir, also diesen offenen
Atem haben wir noch nicht geschafft. Ich bin dafür zu sagen, es war auch viel verlangt. Hat sich eben eine Erfahrungswucht auch zusammengeschoben. Und die gehört in Sprache, die gehört ins Gespräch, die gehört in Miteinander, sonst kriegen wir keinen Boden. Für wen haben Sie das Buch geschrieben? Für mich. Vielen Dank, Frau Geifel. Herzlichen Dank. Ich danke auch, Herr Wittmann.